Bester Händler des Jahres 2014 ist das Schuhhaus Tretter aus München. Wir besuchten den Schuhkurier Award-Gewinner in der bayerischen Metropole und begleiteten Thomas Tretter durch seine Schuhwelt. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf München. Unsere Geschäfte sind in Top-Lagen in einer Weltstadt. Dies macht es scheinbar leichter, ist jedoch eine enorme Herausforderung, da wir mit den Unternehmensbereichen Tretter, Thomas und Batou am Markt agieren. Ich bin insbesondere an Wochenenden, Freitag immer und Samstag in den Filialen und besuche diese und habe nicht nur zu unseren Mitarbeitern einen engen Kontakt, sondern auch zu unseren Kunden und bin immer präsent. Ich bin reingewachsen in das Geschäft von Kind an, habe bei Gesprächen meiner Eltern mit Geschäftsfreunden, Lieferanten zugehört, war präsent und habe vom ersten Tag an gewusst, das will ich machen. Das Schönste an der Schuhbranche für mich ist der Einkauf. Ich liebe es, nach Italien zu fahren, zur Messe zu fahren, individuell einzukaufen, neue Schuhmodelle auszusuchen und zu verhandeln. Die größten Sorgen macht mir der Online-Bereich mit all seinen Facetten. Und darüber hinaus aber auch die Tatsache, dass es immer weniger mittlere und kleinere Schuh-Einzelhandelsunternehmen gibt, die aus welchen Gründen auch immer keine Nachfolger haben oder die Nachfolger kein Interesse zeigen oder die Mietpreisentwicklung, die teilweise enorm ist und die es Einzelhändlern immer schwerer machen, das Geschäft fortzuführen. Ein Stern, der unseren Namen trägt, hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Tretter steht für das klassische Familienunternehmen im Handel. Diese Verantwortung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Branche übernehme ich mit Leidenschaft und Respekt gegenüber allen Schuhkollegen. Als wertvolles Geschenk betrachte ich es, die Möglichkeit zu haben, diese Begeisterung für die Schuhgene einmal in die nächste Generation weiterzutragen.